Willkommen, Freunde, bei einer neuen Folge von Wissen mit Peak. Heute will ich euch was zeigen, was jeder als Kind vielleicht sogar schon mal gemacht hat. Für die Kinder unter euch möchte ich darauf hinweisen, bitte nur in Anwesenheit eines Erwachsenen machen. Denn als ich das erste Mal gemacht habe, hätte ich fast das Haus abgepackelt. Und zwar, geheime Botschaften. Jeder hat auch bestimmt schon mal geheime Botschaften geschrieben. Und wenn sie so geheim waren, dass keiner sie lesen konnte, war es doch genau richtig. Sofern das Gegenüber es lesen konnte, für den die geheime Botschaft war. Und was war da effektiver als Botschaften, wo man überhaupt nichts sehen konnte? Geheimtinte. Hat jeder bestimmt schon mal von gehört. Nichts anderes als der Saft von Zitronen. Den haben wir hier. Einmal Saft von Zitronen. Dann haben wir hier ein Blatt Papier. Und wir nehmen der Einfachheit halber eine Stricknadel und tauchen die in die Zitrone und schreiben dann. So, wenn wir geschrieben haben, müssen wir nur noch warten, bis es getrocknet ist. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und dann, nachdem die geheime Botschaft fertig ist und bei dem Gegenüber angekommen ist, braucht dieser nur noch eine Kerze. Und etwas, um diese Kerze anzumachen. Und um die Schrift jetzt wieder lesbar zu machen, muss man einfach nur das Blatt über die Kerze halten. In etwa so. Und wir sehen, wie ganz langsam die Buchstaben, die wir geschrieben haben, sichtbar werden. Wie gesagt, Kinder sollten das nur unter Aufsicht von Erwachsenen machen. Ich hätte beinahe damals das ganze Haus abgefackelt. Kerze aus. Und schon haben wir unsere wunderschöne Geheimbotschaft entschlüsselt. Kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Was genau ist da passiert? Und zwar hat sich auf dem Papier die Schrift, die wir mit der Zitrone aufgetragen haben, mit der Zitronensaft, ist in das Papier eingezogen, dadurch ist eine chemische Reaktion entstanden, die, da wo die Schrift war, aus dem normalen Papier eine Zellophan-ähnliche Substanz gemacht hat. Und da der Entzündungspunkt von der Zellophan niedriger liegt als der von dem Papier, ist das zuerst in Flammen aufgegangen. Das war's wieder mit Wissen mit Peak. Ich hoffe, ihr habt das gelernt. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.